Und damit hallo und herzlich willkommen zum HSV-Check nach dem wohl emotionalsten Heimspiel der HSV-Geschichte, das mit 0 zu 1 gegen Hansa Rostock verloren ging. Darüber möchte ich sprechen, über die Zeremonie, über die Würdigung von Uwe Seeler und auch leider über das Spiel. Und ich begrüße meinen Kollegen Henrik Jacobs vor dem Volkspark. Moin, Henrik. Ja, moin Berti. Bisschen windig hier, aber ich hoffe, es passt. Ja, stürmisch war der HSV ja nicht gerade, aber darüber reden wir später. Das Spiel stand ganz im Zeichen von Uwe Seeler, der am Donnerstag verstorben ist. Wie hast du die ganze Zeremonie, die Stimmung im Stadion wahrgenommen? Es war schon eine sehr, sehr besondere Stimmung. Auch vorm Spiel schon. Viele kamen mit schwarzem T-Shirt, sind zum Uwe Seeler Fuß gegangen, haben dort Blumen, Bilder, Schals niedergelegt. Viele haben auch geweint und das zog sich dann ja im Prinzip bis zum Anpfiff fort. Also es gab sehr, sehr viele besondere Momente im Stadion, als dann Christian Stübinger, der Stadionsprecher, die Aufstellung vorgelesen hat. Alle waren Uwe Seeler heute. Die Fans haben Uwe Seeler nochmal gefeiert. Ja, es war auf jeden Fall bis zum Anpfiff ein sehr, sehr würdevoller Abschied. Man muss auch die Rostocker loben, finde ich. Vor dem Spiel haben die Vorstände einen Kranz niedergelegt. Die Fans haben sich gut verhalten. Wie hast du das wahrgenommen? Absolut, da hatte man ja vorher ein bisschen Bedenken. Hansa hatte sich ja auch angekündigt, komplett in Weiß. Das haben ja viele vielleicht als mögliche Provokation empfunden. Aber als dann das ganze Stadion applaudiert hat für Uwe Seeler, haben auch die Hansa-Fans applaudiert. Also ja, die wissen dann schon auch, was sich gehört. Lass uns über das Spiel sprechen. 0 zu 1 verloren. Ja, es spiegelte so ein bisschen das Spiel von Braunschweig wider, hatte ich das Gefühl. Es hat sich irgendwie wiederholt. Ja, bis auf dass Rostock nicht so viele Chancen hatte wie Braunschweig letzte Woche bis zur 60. Minute. Da war es ja wirklich teilweise im 5- bis 10-Minuten-Takt, brannte es da vor dem HSV-Tor. Das war heute nicht ganz so extrem. Also Rostock hatte zwar trotzdem immer mal wieder auch so über Standards gerade seine Möglichkeiten, aber ansonsten hatte man eigentlich lange Zeit jetzt nicht das Gefühl, dass Hansa jetzt dem HSV zumindest eins reinschießt. Allerdings auch nicht auf der anderen Seite. Also das HSV-Spiel war auch sehr, sehr träge irgendwie. Mannschaft wirkte so ganz bisschen gelähmt auch. Ich weiß nicht, ob das dann mit der Gesamtsituation auch zu tun hatte. Ja, ob vielleicht die Last heute etwas zu groß war, weil alle natürlich jetzt dann auch einen Sieg erwartet haben zum Abschied von Uwe Seeler. Möglicherweise hat das eine Rolle gespielt, das haben wir auch die Spieler gefragt, wobei die dann auch meinten, Jonas Meffert zum Beispiel, dass das dann eigentlich mit Anpfiff keine Rolle mehr spielte. Trotzdem kam der HSV sehr, sehr schwer irgendwie in die Gänge. Man hat dann eigentlich so gemerkt, mit der Hereinnahme von Ogechika Heil später, da kam dann nochmal so ein bisschen Leben, ein bisschen Tempo ins Spiel und das hat dem HSV auf jeden Fall heute gefehlt. Laszlo Benesch und Königsdörfer wieder relativ früh ausgewechselt worden. Kann man daraus schon irgendwas schließen? Sind die noch nicht richtig beim HSV angekommen? Wie hast du sie wahrgenommen? Ja, das kann man so sagen. Also beide tun sich noch schwer so in diesem System von Tim Walter. Es läuft insgesamt noch nicht so richtig rund. Also das war in der Vorbereitung deutlich besser schon. Und ja, möglicherweise auch ein Grund, dass der HSV dann dachte, es läuft schon alles von selbst. Und ja, man merkt einfach, Königsdorf hat zwar auch ein hohes Tempo, aber ist vielleicht noch ein bisschen, ja, noch nicht so ganz beim HSV angekommen. Ihm fehlt da so ein bisschen das Selbstvertrauen im 1 gegen 1. Das hat Ogi Heil nachher viel, viel besser gemacht. Und auch Laszlo Benes, ja, ist natürlich ein sehr, sehr guter Fußballer, gute Technik, aber dem fehlt da auch noch so ein bisschen die Bindung ins Spiel. Gerade das Verhalten der Achter ist ja bei Tim Walter sehr, sehr besonders. Er will gar nicht, dass die Achter so viel zum Ball gehen, sondern eher dann weg vom Ball und tief gehen. Und ja, da tut er sich noch so ein bisschen schwer, Bindung zum Spiel zu finden. Da läuft fast alles über Ludovic Reis noch beim HSV. Und der war heute auf jeden Fall etwas allein auf weiter Flur. Rostock hat natürlich auch gut verteidigt, muss man zugeben. Nach dem Spiel haben die Spieler und Tim Walter gesagt, dass es auch schwer ist, gegen so tiefstehende Mannschaften zu spielen. Aber das ist ja quasi die Realität in der zweiten Liga. Es wird ja keiner gegen den HSV irgendwie Hurra-Fußball spielen. Wie müssen die Lösungen aussehen, um nicht in solche Verlegenheiten zu geraten, wie jetzt in den ersten beiden Spielen? Ja, das wird tatsächlich die große Challenge sein für den HSV. Ja, die Gegner à la Rostock und Braunschweig wird es noch sehr, sehr häufig geben in dieser Liga. Und das hat der HSV ja letztes Jahr schon gemerkt. Gerade gegen die kleinen Gegner tun sie sich dann schwer. Das ist gegen Gegner, die mitspielen, deutlich besser. Und was der HSV braucht, sind Spieler, die Tempo mitbringen. Also das hat man, wie gesagt, heute bei Heil sehr, sehr deutlich gemerkt. Letzte Woche schon bei Amici. Das hat auch Tim Walter nach dem Spiel gesagt, dass ihnen da aktuell so das Tempo fehlt auf den Außen. Jemand, der ein 1 gegen 1 auflösen kann, zur Grundlinie geht, dann auch Robert Glatzel bedienen kann. Und ja, Amici fällt jetzt erstmal aus. Er humpelte eben schon mit
Krücken in die Kabine. Also der wird mit Sicherheit zwei, drei Wochen fehlen. Die Diagnose ist ja, glaube ich, noch nicht da. Aber es wird mit Sicherheit eine Bänderverletzung sein, die in zwei, drei Wochen außer Gefecht setzen wird. Und Bakariata wird auch noch einige Wochen fehlen. Von daher muss der HSV jetzt zusehen, dass er irgendwie wieder Tempo auf dem Platz findet, aber dann auch so mehr Präsenz insgesamt, mehr Geschwindigkeit, auch im Passspiel. Im Prinzip das, was den HSV so in den letzten Wochen der Saison auch ausgezeichnet hat oder auch in vielen anderen Spielen, das muss der HSV jetzt sehr, sehr schnell schaffen, da wieder hinzukommen. Welche Note würdest du dem Saisonstart geben, wenn du jetzt die ersten beiden Spiele mal so als Zwischenbilanz nimmst? Ja, in Braunschweig war es lange Zeit eine 5 bis 6. Am Ende war es dann vielleicht eine 4 durch den Sieg noch. Heute war es auch eher so im Viererbereich. Also es war ausreichend. Am Ende dann, ja, etwas mangelhaft durch das Ergebnis natürlich. Von daher, ja, wird sich der HSV noch gewaltig steigern müssen, um dann auch seine Ziele zu erreichen. Jetzt geht es erstmal in den Pokalwettbewerb nach Bayreuth. Da werden wir schlauer sein, ob der HSV gegen einen wieder defensiv stehenden Gegner wahrscheinlich bessere Lösungen findet. Henrik, vielen Dank fürs Stadion und wir hören und sehen uns nach dem nächsten Spiel wieder. Macht's gut. Tschüss.